leider kann die Kamera diese Emotionen gar nicht wiedergeben, ja? Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Mein Name ist Franz Simon und herzlich willkommen zu einem neuen Video von SMN Motors. Ganz genau. Heute gibt es ein sehr, wie ich glaube, interessantes Video, denn wir sprechen über das wahrscheinlich beste Fahrzeug der Welt. Und das steht hinter mir. Porsche 991.2 GT3 RS. 4 Liter, 6-Zylinder Boxermotor, 520 PS ab Werk, wenn man kein OPF hat. Und dieses Fahrzeug hinter mir hat kein OPF. Ab Werk schon nicht, ja? Denn nur 2018 wurde der GT3 RS ohne OPF gebaut, also als Punkt 2. Wenn man Punkt 1 nimmt, 2016 gab es noch kein OPF. Wenn man ein Fahrzeug nimmt ab 2019, haben die alle OPF. Und wer es nicht wusste, OPF steht natürlich für Otto, ja genau, für Otto Partikelfilter. Und das nimmt diesem Auto einfach die Seele weg. Ja, es nimmt dem die Seele weg. Das Auto klingt meiner Meinung nach kastriert. So, heute beschäftigen wir uns mal ein bisschen mit dem Fahrzeug. Also 991.2 GT3S aus 2018. Mittlerweile sage und schreibe 67.000 Kilometer auf der Uhr. Und die 67.000 habe ich vor 3 Wochen auf dem Gear Collector Track Day auf dem Nürburgring GP Circuit vollgemacht. Ja? Dieses Auto wird benutzt und zwar so benutzt, wofür es ursprünglich mal hergestellt wurde. Denn Rennstrecke, Rennstrecke, Rennstrecke. Ich fahre damit sehr viel Rennstrecke. Ich fahre damit Sportwagenausfahrten, Touren. Ich war schon halb Europa, habe ich bereist damit. Ich fahre den auch teilweise im Alter. Ich fahre das Auto so viel es nur geht. Das ist das erste Video von dem Auto, das war einfach, das jetzt nicht tadellos hier dasteht zum Verkaufen, sondern, der ist eh nicht zu verkaufen, sondern der steht da, wie er jeden Tag aussieht. Und zwar gebraucht. Ja? Weil wir wollen euch einfach mal zeigen, dass ein Auto oder was dieses Auto alles kann. Ja? Und das kann es besser als jedes andere Auto auf dem Planeten Erde. Auch als der 992? GT3 RS meinst du? Ja, weißt du warum? Natürlich ist der 992 GT3 RS schneller auf der Rennstrecke, aber der hat keinen Kofferraum. Hier hast du vorne noch einen Kofferraum. Ja? Also von daher, es ist natürlich nicht das bessere Auto, weil der 992 GT3 RS ist natürlich das beste Sportauto der Welt, ist das beste Auto der Welt, das eigentlich ein Rennwagen sein sollte, aber ein Kennzeichen hat. Aber heute reden wir darüber. Also, der ist natürlich auch nicht mehr ganz original. Ja, da ist viel von Manta umgebaut worden. Manta Fahrwerk sind drin, Bremse, Räder haben wir geändert. Die sind allerdings von AMP Forged. Ne? Das ist die Marke, mit der wir am meisten zusammenarbeiten. Sind dann noch mal ein bisschen leichter. Das ist ein Schmiederad, gibt es auch als Magnesiumrad. Da kommen wir mal gleich mal zu. Komm, wir gucken es einfach an. Ja, hier ist es. Monoblock-Schmiederad. Ihr seht, überall Gummireste und alles. Also das Auto wird halt bewegt. Das Rad gibt es auch als Magnesiumrad, dann ist es noch mal leichter als dieses Schmiederad. Dann wegen dem Zaunpfahl als Magnesiumrad und als Schmiederad ist es günstiger als, sag ich mal, die Mitbewerber das anbieten, speziell das Magnesiumrad. Hier kann man sehen, wir fahren einen Michelin Pilot Cup 2 Reifen, kein Cup 2 R. Den Cup 2 R, da habe ich noch einen Satz liegen auf dem Originalradsatz, die sind aber jetzt runter. Da warten wir auf einen neuen Satz, Cup 2 Reifen und Manta Fahrwerk ist drin, das ist von KW mit Manta zusammen, beziehungsweise von KW für Manta gebaut worden. Unglaublich brutal, andere Bremsscheiben drauf, andere Bremsklötze sind drauf. Genau, und noch ein paar andere Kleinigkeiten, ja. Wie ihr sehen könnt, die Basisfarbe von dem Fahrzeug war mal oder ist Lizard Green, ja, das ist eigentlich die Basisfarbe. Auf diese Basisfarbe wurde dann einmal komplett Lackschutz foliert und dann halt das Design. Ausstattungstechnisch ist der echt sehr gut ausgestattet, ja, der hat so die wichtigsten Sachen. 918 Sitze, Clubsportpaket, Carbon-Interieurleisten, Liftsystem, PDLS, ne? Also die Porsche Dynamic Light System, dynamisches Fernlicht und Kurvenlicht. Was er nicht hat, das stört mich tatsächlich, mittlerweile stört es mich, ach, ich zeig's euch, ist das Volllederpaket. Sprich, wir haben weder hier Leder, noch hier Leder und auch keine Nähte. Und das sieht halt einfach ein bisschen, ne, plastikmäßig aus. Bisschen billig. Ja, das haben die damals gesagt, ein GT3 S braucht man nicht, aber es ist trotzdem wertiger. Es ist einfach viel wertiger. Ne? Und ich sag mal so, wenn es nach Gewicht geht, klar, das Leder wiegt vielleicht 2 Kilo, aber dann hättest du auch kein Liftsystem nehmen können. Ne? So, darum geht es eigentlich.
Ja, ansonsten Abgasanlage, Endstellen vor Serie und ich zeige euch meinen Kilometerstand, das ist der wichtigste. Ach, Lenkrad ist auch geändert, das war auch vorher schon drin. 67.313 Kilometer und man kann es ihm ansehen. Ja, so Sachen ist das, hat hier Pickup, ne, Gummireste. Ja, aber das kriegt man eigentlich weg, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt. Aber ist jetzt für mich eigentlich egal. Ich finde, das gehört zu dem Flair dazu. Und wichtig ist mir eigentlich, dass diese Passion oder dieses Thema GT3 RS versteht. Ja, weil ich glaube, das ist ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Die meisten sagen, jo, die Dinger sind so teuer, da kaufe ich mir ein Lambo. Ja, aber nichts kann alles so gut wie ein GT3 RS. Ja, und dazu kommen wir gleich beim Fahren. Ich möchte euch ein bisschen was erzählen, auch über den letzten Trackday und so. Und generell die Erfahrungen, die ich mit dem Auto mache und gemacht habe auf der Rennstrecke und auch im Alltagsbetrieb. Dazu kommen wir aber gleich. Und jetzt würde ich sagen, starte ich das Kfz, ne? Oder? Und dann fahren wir mal raus. Let's go, also schneiden wir uns mal an. Apropos, ich habe ja 6-Punkt-Gurte verbaut im Auto, ne? Fahrerbeifahrersitz. Wusstest du, dass es illegal ist, die im Straßenverkehr zu fahren? Ja. Weißt du warum? Nee. Ich sag dir warum. Also ja, natürlich werden 6-Punkt-Gurte sind ja sicherer, ja, als ein 3-Punkt-Gurt. Der 6-Punkt-Gurt ist deswegen im Straßenverkehr illegal, weil, hat mir mal ein Polizist erklärt, ob das stimmt, weiß ich nicht, weil der Rettungsdienst im Fall eines Verkehrsunfalles nicht wüsste, wie man den aufmacht. Okay, ich hätte mir sowas in die Richtung jetzt gedacht tatsächlich, dass es so lange dauert oder nicht geht. Oder? Nee, aber du drehst, was ist das denn? Aber du drehst ja nur einmal, zack, und alles ist auf. Das springt ja quasi auf, ne? Keine Ahnung. Naja, also darum darf man keinen 6-Punkt-Gurt im Straßenverkehr fahren. Wobei diese Schrot-4-Punkt-Gurte ja wieder eintragbar sind, ne? Die kannst du eintragen. Habe ich früher schon gehabt. Du kannst, glaube ich, bei uns, die Japaner, die haben auch diese Takata-Gurte, die kannst du, glaube ich, auch eintragen. Hier sind wir 4 Punkt, kein 6 Punkt. Genau, hier hast du einen 6-Punkt-Gurt, ja, ne? Ja. Naja, gut, okay. Das ist übrigens das einzige Auto, was ich immer manuell fahre. Immer. Ich fahre das nie im Automatikmodus. So, wir fahren jetzt erstmal ein bisschen. Ja, was, wir wollen ein bisschen erzählen, ne? Als nächstes einmal, klar, Clubsportbügel ist drin, ab Werk. Ich habe noch die Käficherweiterung dafür. Die werde ich noch reinmachen. Muss man im Klima ein bisschen höher machen. Was heißt Käficherweiterung? Käficherweiterung heißt, das wird halt an den originalen Bügel angeschraubt. Das ist auch ein. Geht halt hier oben lang, du hast dann quasi Flankenschutz. Du hast hier oben, ich glaube, ja genau, hier oben, da hast du oben noch ein Kreuz und es geht hier vorne am Armaturenbrett runter. Du hast dann quasi einen kompletten Käfig, ne? Du sitzt da wie in der Zelle, ist schon sicherer. Ist halt ein bisschen beim Ein- und Aussteigen ein bisschen schwieriger, ne? Aber ist auf jeden Fall deutlich sicherer, ne? Und finde ich, sieht geil aus. Auf jeden Fall. Muss ich nur grün lackieren lassen. Du hörst sofort, hörst halt Klappern, Rappeln. Das ist halt auch das Motorsportfahrwerk, was da drin ist vom Manta. Da, die ganzen Domlager und so, die machen auch alle Geräusche. Merkst du, ne? Generell, du hörst auch den Bügel sich flexen und alles, ne? Also es ist schon ein Rennwagen, ne? Das kann man nicht anders sagen, ne? Soundmäßig, du hörst, da ist auch gut was los in dem Ding, ne? Kann man auch nicht anders sagen. Was kein Auto halt so macht wie dieses Auto ist, du fährst morgens zur Nordschleife oder egal zu welcher Rennstrecke, fährst du den ganzen Tag, ich bin zum Beispiel am GP-Circuit gefahren, 155 Kilometer an dem Tag Rennstrecke, ne? 155 Kilometer, das waren genau 90 Liter, und bin dann abends nach Hause gefahren. Und es gab kein Rappeln, kein Klappern, kein Zucken, keine Motorkontrollleuchte, einfach gar nichts, ne? Und es war verdammt warm und alle standen, haben ihre Autos abgekühlt, ja? Und, hallo Polizei, haben ihre Autos abgekühlt und dann, was weiß ich, irgendwelche Motorkontrollleuchten an oder Auto läuft, nicht Fehlzündung, dies, das. Ja, und Porsche läuft dann einfach immer. Das muss dafür einfach, sind sie auch bekannt, mehr oder weniger. Dafür sind sie auch gebaut, ne? Das ist einfach so. Ne? Kein anderes Auto kann das. Ja, siehst du jetzt als Beispiel mit einem Aventador oder einem Huracan vor der Eisdiele stabiler aus? Möglich. Ne? Ist das bessere Auto? Auf gar keinen Fall. Ne? Merkst du das? Ne? So, leistungstechnisch, wie gesagt, 520 PS haben die Dinger ab Werk. Reicht auch wirklich, die Autos sind schnell. Ich habe jetzt, wie gesagt, hier das Manta-Setup drin. Beim Manta-Fahrwerk-Setup wird tatsächlich auch der Heckflügel aggressiv gestellt. Wusstest du das?
Der ist jetzt auf der aggressivsten Stufe. Ja, das heißt so, wir sind im Downforce. Wir sind im Beschleunigen natürlich langsamer, in der Höchstgeschwindigkeit langsamer. Aber 3,18 bin ich letztens noch gefahren. Das heißt, die läuft auf jeden Fall noch auf dem Weg vom Ring nach Hause. Ich denke mal so 3,20 würde er vielleicht laufen. Vielleicht auch ein bisschen mehr, aber danach, also ab 300 wird es dann schon mühselig, weil das Ding hat so viel Downforce, das ist nicht normal. Ne? Das ist echt nicht normal. Und das ist auch wirklich im Vergleich trotzdem noch nichts zum 992 GT3 RS. Ne? Ja, das ist normal. Der hat irgendwie viermal so viel. Ja, irgendwie 800 Kilo oder so, das ist wirklich geisteskrank. Ja. Selbst ein normaler GT3 RS ist vom Handling her natürlich schon absolutes, also wirklich Wahnsinn. Ja. Aber wenn man nochmal dieses Upgrade macht, ne, wie so ein Auto einlenkt, und noch, also das ist einfach, du fährst schnell und du merkst dem Auto, das ist einfach, der macht das ohne Mühe. Verstehst du? Das Auto fährt einfach wie auf Schienen. Na gut, jetzt können wir natürlich nicht auf der Autobahn ein bisschen zügiger drauf fahren. Aber das Auto fährt einfach wie auf Schienen. Und wenn ich jetzt durchlade, dann wirst du merken, was hier los ist. Pass mal auf. Mal zweiten Gang mal rein. Sieh mal, ein bisschen fahren hier. So. Und im Vergleich zu dem Lambo letztes Mal, ne? Du schaltest halt PDK, Porsche, Doppelkupplungsgetriebe. Der nächste Gang ist halt direkt mit voreingelegt. Das schaltet so schnell. Und vor allen Dingen, es schaltet unter Volllast, hast du auch aufgefallen, unter Volllast nochmal deutlich schneller, als wenn du jetzt, sag ich mal, Teillastbereich fährst. Ne? Ich bin ja selber auch schon GT3S gefahren, auch schnell gefahren. Und das ist echt, das Auto macht alles perfekt, das ist zu krass. Das ist krass, ne? Ja. Es ist wirklich, wirklich krass, ne? Da hast du ja auch, das ist ja auch sauber, du hast kein Turboloch, du hast kein... Nein, du denkst, das will gar nicht mehr aufhören zu drehen. Das finde ich ja gerade bei Dinger krass. Wir können ja jetzt gleich mal, wenn wir mal hier ein bisschen freie Strecke haben, mal auch mal durchladen. Weil der wird ja auch erst ab 6.500 so richtig wach, ne? Ja. Wo du denkst 6.500 ist bei anderen Autos Ende, ne? Und da wird der erst richtig, wir machen das mal drauf. 7.000. 8,5, 9. Ey, das ist Emotion. Und das Auto fängt wieder verschieben, ne? 2,40, ne? Und Bremse, Achtung. Das ist keine Keramik, ne? Ist Keramik besser? Keramik hat natürlich normalerweise eine festere Bremswirkung, aber für die Rennstrecke. Klar, von der Bremse her soll es. Die Leute steigen sich die Geister. Also eine normale Stahlbremse gegen eine Keramikbremse ist die Keramikbremse natürlich besser, aber wenn du da mal einen Ausritt machst, das Kiesbett, ist die kaputt. Und das ist verdammt, verdammt, verdammt teuer. Wenn man es vergleicht, wir haben hier, wie gesagt, andere Bremsflüssigkeit, wir haben andere Bremsleitungen, wir haben Bremsklötze, Bremsscheiben. Ich würde nicht sagen, dass die schlechter ist als eine Keramikbremse. Seid ihr ganz ehrlich, ne? Nee, und was halt krass ist, wie gesagt, wenn du jetzt überlegst, von der Laufleistung her, 67.000 Kilometer ist jetzt, sagen wir mal, für ein normales Auto vielleicht nicht viel, aber für so ein Auto ist das eigentlich viel. Ne? Und wenn du überlegst, wie das benutzt wird, das Auto kann das einfach. Das Auto kann das und das ist einfach geil an so einem GT3 oder GT3 RS. Ne? Und GT3 RS ist ja quasi nochmal eine Schippe drauf. Ne? Wenn du jetzt da vergleichst, wir können ja gleich nochmal ein anderes Video machen fürs nächste Mal. Vergleich GT3, GT3 RS. Das ist nochmal extremer, nochmal krasser. Das ist einfach ein Rennen. Es ist wirklich, GT3 RS ist ein Rennwagen mit Kennzeichen. Emotionen, mehr Emotionen geht gar nicht. Ja? Wobei der Superleggera emotional auch sehr weit vorne war, ne? Muss man sagen. Hör dir das mal an. Das ist einfach geil. Geisteskrank. Und wir sitzen im Auto. Ja, wir sitzen im Auto. Du kannst dir vorstellen, wenn ich dran vorbeiballere, ne? Ja, übel. Das wirklich. Also auf der Nordschleife 130 Dezibel ist das Limit. Und ich hatte einmal 131, da musste ich runter. Das hängt aber da ein bisschen von ab, wie der Wind steht. Ich habe auch einen Bekannten, der musste seine Endrohre quasi nach unten einmal machen lassen, zum Anschrauben, genau. Damit du ein bisschen leiser bist. Ja, aber wenn jetzt zum Beispiel in der Eifel, wenn es jetzt windig ist, in die Richtung der Wind weht, wo die Sensoren sind, dann war ich das letzte Mal einmal zu laut. Ne? Aber jetzt... die letzten Male war es eigentlich in Ordnung. Einmal war ich zu laut. Aber naja. Auf dem GP-Circuit bin ich gefahren, da haben sie nichts gesagt zum Beispiel. Diese. So, und was jetzt krass ist, wir fahren jetzt die Autobahnauffahrt runter. Ne? Wir haben jetzt natürlich nicht so heiße Reifen, Luftdruck haben wir auch normal zum Fahren drin. Ja, normal fahre ich immer so 2,2 bar heiß auf der Rennstrecke. Aber guck mal, du wirst ja sehen, ich lenke jetzt ein,
und das Auto strengt sich einfach gar nicht an. Weißt du, was ich meine? Das fand ich auch so krass. Dass diese breiten Hinterreifen, große Räder, dicker Flügel, Downforce, das genau. Ding fährt einfach um die Kurve. Beim GT3 RS ja 2021, ne? Du hast ja hinten 21 Zoll, das sind 325, 25, 21. Das ist schon, das sind Männerreifen, ne? Das ist jetzt kein, weißt du? Ja, auf jeden Fall. Das ist wirklich, wirklich ein krasser Reifen. Und du hast halt Grip ohne Ende, auch so im ersten Gang, du kriegst hier eigentlich... auch von der Leistung, vom Drehmoment her, hat er sich so viel, dass du die eigentlich gar nicht durchgedreht bekommst. Ne? Guck mal jetzt, oh. Geisteskrank. So. Also für mich geht das. Weißt du, das Problem ist, wenn du einmal so ein Auto gefahren bist und du kennst das Problem selber, du kannst sofort berichten, wenn du einmal so ein Auto gefahren bist, ist alles andere. Ja. Weißt du? Dass es nicht rankommt. Ja, es ist einfach schwer, sich dann über andere Autos begeistern, also von anderen Autos begeistern zu lassen. Ne? Aber es ist halt nicht brutal schnell, ne? Reicht aber. Leider kann die Kamera diese Emotionen gar nicht wiedergeben. Ja? Diese Soundkulisse hier drin, dieser 16er Boxermotor, der reißt so dermaßen auf, das ist unnormal. Das ist, oh. Verstehst du, was ich meine? Das Gefühl hier drin ist einfach der Hammer. Es ist einfach wirklich, wirklich. Jeder braucht so ein Auto. Jeder braucht so ein Auto. Schon mal. Oder? Komm einmal da mal durch. Der Schaltvorgang. Ist einfach instant. Ne? Du schaltest und der nächste Gang ist einfach da. Ne? Es ist einfach. Was aber auffällt, zum Beispiel, speziell wenn man jetzt ein anderes Fahrwerk verbaut hat und ich fahre ja vorne auch recht viel Sturz, ne? Dass der sich sehr den Spuren hinterher zieht und du kannst das Auto halt nicht so fahren. Ne? Ja. Du musst das Lenkrad festhalten, du musst das Auto fahren. Ja, weil er sich natürlich, wie gesagt, die Spuren reinziehen will durch den Sturz, ist wirklich ein Driver's Car. Ne? Man muss das alles wirklich unter Kontrolle haben und man muss das Auto fahren. Das Auto fährt dich nicht. Du fährst das Auto. Wie jetzt zum Beispiel, ich muss darauf zurückkommen, zum Beispiel ein GTR, ein R35 Nissan GTR, da fährt dein Auto dich so meiner Meinung nach ein bisschen. Weißt du, ich meine? Das ist dann einfach so ein bisschen Playstation-mäßig. Ist nicht so, klar, die Dinger sind schnell und kann man auch richtig schnell machen. Aber kannst du nicht vergleichen mit so einem Auto hier, finde ich, weißt du? Und bei dem Auto geht es dir eh nicht um die Geschwindigkeit, um die Leistung, sondern es geht mehr um Emotionen und ums Handling. Kurven. Genau, ne? Kurven, Anbremsen, Einlenken, ja, das Feedback, was man für eine Lenkung bekommt, ne? Das ist, ja, mehr geht da nicht. Ne? Und ich will dann einfach mal auch zeigen, gerade mit diesem Auto, will ich den Leuten zeigen, was überhaupt geht, weißt du? Weil du hast teilweise Autos, die generiert, die haben jetzt zum Beispiel 30.000 Kilometer auf der Uhr, ne? Oh, wie so ein Sportwagen, ah, das ist aber schon viel, ne? Ja. So, und wo ich dann sage, ey Leute, mein GT3 RS hat fast 70 auf der Uhr. Und der wird geprügelt. Und der wird wirklich geprügelt und ich prügele doch extra, weil das Auto dafür da ist. Weißt du, was auch noch geil ist am GT3 RS? Wenn du jetzt mal so Rückspiegel guckst, ja. Diese breiten Backen, ne? Ja. Seitenspiegel meinst du, ja. Ja, Seitenspiegel. Und du guckst Rückspiegel, sehe ich eigentlich nur einen Heckspoiler. Ja, auch geil. Das ist eigentlich, ne? Und dass das auch überhaupt immer Porsche jedes Mal durchkriegt mit diesen riesen Frittentheken, ne? Ja. Und du hast ja gedacht, der ist schon groß. Ja. Ich stand letztes Mal an der Nordschleife neben dem 992 GT3 RS. Das sah aus wie ein Spielzeugauto daneben. Ja. Das ist das Krasse dahinter. Weißt du, ich meine? Das ist wirklich, er ist wirklich krass. Und dann ist es halt auch nicht nur Optik, sondern auch Funktion. Ja, ja, klar. Das ist krass. Ja, das ist ja auch, das bewegt sich ja auch und ja, so, ja. Ne? Das ist schon krass, ne? Aber ich sag mal so, das ist auch extrem, das Auto kostet das Doppelte, ne? Ja. Muss man überlegen, das Auto hat einen Neupreis, der ist eigentlich fast doppelt so hoch. Ja, wenn jetzt eine Liste geht, nicht, aber die werden ja alle höher gehandelt, ne? Aber das Auto war neu um die 200, ne? In 2018. Ein GT3 RS, ich sag mal, ohne Ausstattung, ja, kostet 290, 280. Und da hast du nichts drin. Das heißt nichts, aber da hast du halt nichts dazu konfiguriert, weißt du? Jetzt fahren wir wieder raus, ne? Fahren zu so einem kleinen Soundcheck-Ort und da sprechen wir mal ein bisschen auch über das Interieur von dem Auto und mal die ganzen Carbon-Teile, die am Werk verbaut sind, weil die meisten Leute wissen das gar nicht, ne? Guck mal, was interessant ist, der Reifen,
Wir sind jetzt nicht geprügelt oder so, ne? Aber guck mal, wie weich der ist. Der Reifen, der Stein klebt dran. Siehst du das? Kann man sehen? Hier klebt ein Steinchen dran. Ich will mal so ein klein bisschen über die Optik und die Karosserie für den Auto sprechen. Also, wir haben, ganz, ganz interessant, eine Vollcarbon-Motorhaube. Ich zeig's euch. Ja, die ist Vollcarbon. Die Kotflügel auch Vollcarbon. Ja? Ach echt? Ja, ja. Krass. Die sind auch Vollcarbon. Ich meine sogar, ich meine sogar das Dach ist Vollcarbon. Du siehst halt auch vom Motorraum und so hinten, komm mal gucken, du siehst eigentlich gar nicht. Der Flügel natürlich stehend, ja, riesengroßer stehender Flügel, der ist auch beim Punkt 2 jetzt, ich sag mal ab 2018, auch ein klein bisschen anders als der vom Punkt 1. Großer stehender Flügel und hier sind die Einstellmöglichkeiten, ne? Hier siehst du es, von hier musst du mal gucken. Da kannst du sehen. Oder von hier. Siehst du? Der ist jetzt im Endeffekt auf der aggressivsten, hier muss man gucken, schau mal hier, ist auf jeden Fall auf der aggressivsten Stelle jetzt, das heißt, der Flügel steht so, so haben wir den meisten Downforce. Was du auch ganz schön sehen kannst, Titanabgasanlage, wie gesagt, ab Werk original mit Titan-Endrohren und die sind bei mir relativ weiß, die Endrohre, kann man auch mal hier gleich mal schauen, relativ weiß, das kommt da durch die viel Volllastfahrerei, weil weiß heißt sauberste Verbrennung und dann Luftgemisch am nächsten zu 1:1, ne? So, also Lambda 1, das heißt, die laufen ja richtig mager oben rum. Darum sind die Endrohre weiß. Wir können mal reinschauen, das Lederpaket hat er nicht, dafür hat er Carbon-Einstiegsleisten, hat er dann die 918 Sitze und den Lizard-grün lackierten Überrollbügel. Ab Werk auch Lizard-grün? Oder? Der war bei dem ab Werk Lizard-grün, genau. Das kannst du so bestellen. So, beim 91.2 GT3 RS hat leider keine Makrolon-Heckscheiben mehr. Beim Punkt 1 hatte der Makrolon. Der hier hat halt Leichtbauglas, ne? Da kannst du halt nicht groß reindrücken, ne? Ist halt Glas. Beim Punkt 1 hast du halt noch wirklich Makrolon. Das ist krass, ne? Im Straßenauto. Du hast Makrolon-Heckscheiben. Das ist wirklich, wirklich, wirklich krass. Ja, ansonsten gibt es eigentlich gar nicht viel zu sagen. Das Auto ist eine Macht. So, wenn man Spaß hat am sportlichen Fahren, wenn man Track fahren will, dann kommt man daran einfach nicht vorbei. Ja? Natürlich gibt es natürlich auch von anderen Herstellern gute Autos. Es gibt einen Huracan Performante Lamborghini, brutal geiles Auto. Es gibt einen 488 Pista zum Beispiel. Schnell, Wahnsinn. Ja? Es gibt einen 600 LT, auch ein geiles Auto, auch für einen Track orientiert oder einen 620R. Aber trotzdem, wenn du auf die Nordschleife fährst, immer die Dinger hier, die immer fahren, und die immer vorne sind. Ist leider so. Ich finde die anderen Autos auch geil. Ich fährt auch gerne einen Performante oder so. Ne? Der Porsche ist einfach, der GT3 RS ist einfach die Macht. Kann man nicht anders sagen. Darum haben wir auch hier ein bisschen bei uns SMN Motors ein bisschen angedeutet, den GT3 RS natürlich. Ne? Weil wir dieses Auto lieben. Jetzt habe ich genug gequatscht. Es wird jetzt noch einen kleinen Soundcheck geben. Ja, da könnt ihr euch drauf freuen. Und da sind wir auch schon fertig für das heutige Video. Und da gibt es aber noch trotzdem noch ein Fazit. Kann man denn so ein Auto, es ist nicht zu verkaufen, aber könnte man so ein Auto mit der Laufleistung überhaupt noch kaufen? Macht das überhaupt Sinn? Und ob ihr das könnt oder nicht, das erzähle ich euch gleich. Und da kommt nämlich noch eine ganz, ganz wichtige Information. Also dranbleiben nach dem Soundcheck. Mein Fazit zum GT3 RS mit hoher Laufleistung.
kann man so ein Fahrzeug überhaupt noch kaufen? Oder sollte man sowas kaufen? Kann man ein GT3 oder ein GT3S mit 50, 60, 70.000 Kilometer kaufen? Meine Antwort dazu ganz klar, ja, natürlich, warum auch nicht. Das Auto wurde dafür entwickelt und dafür gebaut. Das ist ein GT3, es ist ein GT3 RS. Der wurde für die Rennstrecke entwickelt. Die Autos können das, die Autos mögen das, ja? Die Autos brauchen das. Das Auto könnt ihr gerne auf der Rennstrecke bewegen. Wenn man trotz hoher Laufleistung, ja, die Wartungsintervalle eingehalten hat, ja, man da nicht rumspielt dann illegal oder sonst irgendwas, ja, und die Approved-Garantie immer weiter erneuert, das geht bis 200.000 Kilometer, ja, dann habt ihr damit kein Problem. Porsche ist die geilste Marke der Welt, ja, weil die sagen, unsere Autos sind so geil, wir geben euch Garantie. Es gibt aber so eine krasse Quote, wie viele von den Porsches, die zugelassen wurden, dann noch im Straßenverkehr bewegt werden. Ja klar, das ist unglaublich groß. Kein anderer Hersteller kann das. Ja. Ne? Mehr geht nicht, ja, die sind so selbstbewusst, das ist das richtige Wort, dass sie sagen, wir wissen, dass unsere Autos, unsere Motoren, unsere Getriebe das können. Ja? Deswegen kann man bis 10 Jahre oder 200.000 Kilometern die Approved-Garantie verlängern. Also, wenn ihr einen Sportwagen sucht, der alles kann und das Ding hat selbst einen Kofferraum, ja, dann könnt ihr sogar einkaufen gehen mit GT3 oder dann nochmal im besseren Fall sogar ein GT3 RS. Das ist ganz klar meine Meinung und wenn ihr so ein Auto mal gefahren seid, werdet ihr verstehen, was ich meine. Seid nicht abgeschreckt von hohen Laufleistungen, aber Preis-Leistung muss passen, Historie muss passen. Und ganz ehrlich, ein Auto, was vielleicht ein paar Kilometer hat, aber auf der Rennstrecke bewegt wurde zum Beispiel, oh was, ne? Das ist ein Kunde von uns. R8. Wo war ich denn? Genau. Dafür aber gut gewartet wurde oder ein Auto, was vielleicht seit Jahren steht, vergesst keine Standschäden. Standschäden sind auch immer ein Thema. Das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt es in die Kommentare. Schreibt in die Kommentare, ob ihr persönlich trotzdem Angst hättet, so ein Auto zu kaufen. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Lasst natürlich auch einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal, wenn euch das Video gefallen hat.